Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit Produkten, von denen ich vorher, ehrlich gesagt, noch nie was gehört habe. Ich habe hier super, super spannende Neuigkeiten für euch, die sehr vielversprechend aussehen. Ich habe ein Dupe vermutlich zum Hatice Schmidt und Becker Highlighter. Ich habe ein krasses Alternativschätzchen für meine allerliebste Blushpalette aus der Drogerie, die es seit Jahren nicht mehr gibt. Und generell Produkte, die ich noch nie probiert habe. Und wir machen heute ein, ja, almost full face, außer die Base, First Impression Video. Und ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Und dieses Video entsteht auch in Zusammenarbeit mit Purish, denn sie haben mir diese Produkte zur Verfügung geschickt. Purish, ihr kennt sie mittlerweile, sie sind sehr, sehr oft hier auf meinem Kanal. Ich arbeite gerne mit ihnen zusammen. Und ich habe auch heute einen Code für euch, mit dem ihr auf die Produkte von Be Perfect und Viseart, das sind die Marken, um die es heute vorrangig geht, 20% sparen könnt. Also ich setze euch die Links zu den Produkten unten in die Infobox. Ansonsten gibt es von den Marken, vor allem von Be Perfect, extrem coole, spannende Produkte. Diese riesengroßen Stacey Marie Paletten kennt ihr mittlerweile auch schon von mir, habe ich euch oft schon gezeigt. Gibt es auch und demnach auch 20%. Ne? Also schaut da gerne mal vorbei. Und ich freue mich riesig, die Produkte auszutesten, weil ich glaube, dass das echt spannende Sachen sein können. Und ich hoffe, es geht euch natürlich gut. Ihr hattet alle ein schönes Wochenende und ich würde vorschlagen, wir starten. Ich habe ein bisschen Skincare gemacht gerade und habe neue Produkte ausprobiert. Ich muss sagen, I love it. Komme ich aber bald zu. Ich teste mich gerade wieder so ein bisschen durch. Ab und zu ist ja auch meine Veränderung in der Skincare-Routine gar nicht so schlecht. Komme ich dann aber bei Zeiten zu. Ich habe, wie gesagt, keine Base-Produkte bekommen, außer diese mega, mega coole Palette. Wie cool ist das bitte? Und deswegen mache ich einfach mal so ein bisschen Make-up drauf. Ich benutze hier meine Rival de Loup Hyaluron Foundation. Kennt ihr, ist nichts Neues, nichts Spannendes. Ich habe heute einen ganz besonderen Look im Kopf. Habe ich oft, ne? Ihr kennt mich mittlerweile. Aber tatsächlich möchte ich das heute so artistisch, oh, Color Match, so artistisch, wie es geht, halten und einen super spannenden Look schminken. Denn ich weiß, dass viele von euch auch immer mal gerne so ein bisschen was Spannenderes ausprobieren wollen. Und wenn das eine, das sieht aus wie ein Dupe zum Hatice Schmidt Becker Highlighter. Ein Dupe ist Girls and Boys. Amazing. Alright, die Base ist einmal halbwegs fertig und wir starten als erstes mit dem für mich erstmal spannendsten Produkt. Denn tatsächlich folge ich den beiden schon eine ganze Weile. Und zwar Cobalt World und Zachary Wang, das sind amerikanische Boys in Make-up, sehr, sehr erfolgreiche männliche Beauty-YouTuber, die auch, ich glaube, sind auch beste Freunde. Und sie haben mit Be Perfect diese Shapeshifter-Palette rausgebracht. Beziehungsweise, es sind zwei Paletten. Wie cool ist das denn? Die halten einfach magnetisch aneinander. Und zwar hat der eine Contouring-Palette rausgebracht. Die sieht einmal so aus. Erinnert mich so ein bisschen vom Design her an die, wie hieße, Kat Von D Vegan Beauty, diese Contouring-Palette, die vor 3 Jahren die Contouring-Palette war. Sieht super, super cool aus. Was ich persönlich besonders gut finde, sind diese beiden Highlighting-Töne. Und das sind matte Highlighter, die man sich unter die Augen geben kann, um so einen richtigen Brightening-Effekt zu erzeugen. Wir haben hier 4 Bronzer-Töne, die aber so gut pigmentiert sein sollen, dass ihr daraus auch die perfekten Lidschatten-Looks machen könnt. Und da ja die andere Palette von Zachary dabei ist, die so aussieht, könnt ihr daraus komplette Augenlooks machen. Und das finde ich persönlich super, super spannend und ich habe auch eine richtig coole Idee im Kopf. Wir haben 2 bzw. 3 Highlighter oder 2 eigentliche Highlighter und 3 Blushes. Und vielleicht erinnert ihr euch daran, vor Jahren mittlerweile, wirklich vor Jahren gab es von Essence die Fall Back into Nature Palette mit diesen richtig schönen, bunten Blushes und Highlightern. Die gibt es natürlich nicht mehr. Ich liebe sie, einer meiner absoluten Lieblings-Highlighter-Paletten, weil einfach besondere Töne mit dabei sind. Ich meine, was ist das denn für ein cooler Blush? Und damit kann man so ein bisschen spannender arbeiten und so ein bisschen artistischer. Und wenn die wirklich so gut pigmentiert sind, wie sie sein sollen, kann man daraus natürlich auch wirklich die krassesten Lidschattenlooks machen. Ich meine, ihr habt riesengroße Fändchen. Hier sind, steht jetzt nicht drauf, aber es sind, ich gehe von aus, viele, viele Gramm. Und ich glaube, wir starten als erstes mit der Shape Shifter Palette für Contouring und Highlighting. Beide Boys sind sehr, sehr Full Make-up, also fast schon so ein bisschen in die Drag-Richtung, finde ich super schön, ist für den Alltag ein bisschen viel. Ich nehme jetzt hier einen kleinen Pinsel und ihr kennt ja meine Augenringe. Ich gehe jetzt mal hier in diesen Shell-Ton und es gab von Nikita Dragon diese Under-Eye-Brightening-Palette. Die habe ich nie gekauft, weil guess what? Nikita Dragon
we don't support her. Das finde ich hier persönlich aber gut. Be Perfect ist auch eine britische Marke und ich gehe jetzt einfach mal hier unten lang. Hier mal ein bisschen mehr. Wait a second. Seht, das ist halt dieses cool an diesem rosanen Ton, ne? Seht ihr diesen Brightening-Unterschied? Ganz leicht, ist sehr, sehr cremig der Ton, also fast schon wie nass. Spiegel ist sehr groß und hat extrem gebrightet. Ich mische so ein bisschen Gelb und Rosé zusammen, um wirklich so ein krasses Brightening zu haben. Und ihr seht, glaube ich, sofort, was damit gemeint ist. Damit könnt ihr einfach auch so punktuell ein bisschen aufhellen, ne? Wenn ihr hier so ein bisschen heller werden wollt, das ist im Nachgang immer ganz praktisch, wenn man hier unten, schaut mal, zack, boom. Nicht zu doll, nicht so künstlich, aber ihr könnt das natürlich auch wirklich aufbauen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Vor allen Dingen ist es nicht Nikita Dragon. Okay, jetzt haben wir hier diese vier Bronzer. Ich swatche sie euch einmal kurz. Auch sehr butterweich und eine sehr, sehr gute Shade Range. Vor allen Dingen hier hinten super, super, wow. Super pigmentiert. Vor allen Dingen der Ton ist richtig, richtig krass. Wenn ihr wirklich dunkler seid, ist das eine gute Sache. Und das ist eine sehr inclusive Palette tatsächlich. Also auch hier von den Farben nicht schlecht. Für mich kommt jetzt als Bronzer selber, glaube ich, erstmal nur die Farbe Sunburn mit in Frage. Ich gehe hier einfach rein. Ich weiß nicht, wie stark pigmentiert sie sind. Deswegen starten wir mal ganz leicht. Und ich stempel mir jetzt erstmal so ein bisschen was hier hin. Schön warm. Geh noch mal so ein bisschen in Elio. Das ist mein Lieblingsfilm. Call Me By Your Name. Sehr weiche Textur. Lässt sich sehr gut verblenden. Ich weiß nicht, ob er vielleicht nicht ein Stückchen zu warm ist, aber ganz ehrlich, ich bin ja auch nicht das Maß aller Dinge. Lässt sich sehr, sehr schön verblenden und tatsächlich ist das auch so eine Textur, die eher so ein bisschen in diese Wet Skin geht. Also nicht glowy. Es ist blau. Sekunde. Seht ihr das? Die Haut sieht aus wie Haut. Sehr frisch, sehr weich. Ließ sich gut verblenden. Ihr seht, wie schnell das geht. Ne? Ist nicht fleckig, obwohl meine Base nicht so richtig gesettet war. Und vor allen Dingen dieser Brightening-Effekt unter den Augen ist für mich persönlich natürlich immer super, super spannend. Also ihr seht hier die Shade Range. Perfekt für die Augen, für diese Classic Brown Smoky Eye Looks. Super gut dafür. Jetzt probieren wir mal das hier. Da bin ich gespannt. Das könnte entweder der Mega-Flop sein oder das krasseste überhaupt. Glaube ich, starte hier mit der Farbe Amulet. Ich bin sehr vorsichtig. Ich arbeite mir das erst in die Hände. Und dann gehe ich hier einfach mal rüber und stempel mir das hier so ein bisschen hin. Und boom, she's pigmented. Komm, wir gehen ins Gelb. Das ist so ein richtig schöner... Ah, beide zusammen. Alle drei zusammen. Okay, da war jetzt zu viel Gelb drin. Aber ist eigentlich mal eine spannende Farbe. Ne? Ist mal was ganz, ganz anderes, als was man so kennt. Und vor allen Dingen für... Ich will mir das ja hier so ein bisschen in die Augen geben, ist das... Das hat schon was, ne? Das geht so ein bisschen in die Herbstrichtung. Und wir haben auch gleich noch Lidschattenpaletten, die wir so ein bisschen benutzen wollen. Ich will jetzt aber doch nochmal einen Highlighter benutzen. Ich gehe einfach so ein bisschen in beide rein. Ah nein, kein Highlighter. Stopp. Okay, hier habt ihr ihn gesehen. Also wir machen die eine Seite nur mit dem Highlighter und gehen hier einfach mal rüber. Und dann habt ihr halt diese wet Skin. Wir haben noch andere Highlighter, Freunde, bevor ich es vergesse, und zwar von Viseart. Ich kannte Viseart persönlich selbst noch nicht, habe viel Gutes davon gehört. Sieht auf jeden Fall High-End-mäßig aus, ne? Also das Packaging ist krass, super schwer. Hier ist sogar noch eine Schutzfolie mit drauf. Und wir haben hier einmal die Farbe Pink Pearl. Und ich glaube, ihr könnt schon sehen, in welche Richtung das geht. Gibt aber noch die Farbe Moonstone. Die ist so ein bisschen gelblicher. Okay. Das ist Pure Glow. Ich bin aber eher tatsächlich angetan von diesem hier. Und der sieht wirklich aus wie der von Hattie und Becker. Fühlt sich auf jeden Fall so an. Sehr, sehr weich. Ja, krass. Seht ihr das? Diesen leichten Blau-Rosé-Schiff, der da mit drin ist. Ganz zart. Den tragen wir jetzt auf. Ich nehme einen großen Pinsel, gehe hier rein, klopfe ein bisschen ab. Achtung. Exactly. Der ist vor allen Dingen... Bei hellen Häuten, wunderschön, schaut man, den könnt ihr euch überall hingeben. Es sieht noch verrückt aus, aber wenn der Lidschattenlook gleich dabei ist, amazing. Also das ist 1:1 der Hattie-Ton, würde ich sagen. Vielleicht ein Stückchen rosaner, trotzdem eine super, super schöne Farbe. Und das ist auch dieser
Glow von innen, ne? Also nicht zu übertrieben. Damit wir jetzt nicht die ganze Zeit aussehen wie ein kleiner Papagei, mache ich mir einmal kurz die Augenbrauen so ein bisschen. Ich benutze jetzt hier einfach einen, der hier rumliegt. Und dann haben wir zwei Lidschattenpaletten, auch von Viseart. Und das habe ich tatsächlich so packagingmäßig noch nie gesehen. Wir haben hier nämlich diese beiden Schätzchen. Und da ist hinten so eine Lasche. Und da kann man das umklappen. Und dann haben wir hier einfach diese kleine super, super süße Palette mit 4, 12 Farben. In so ein bisschen Flieder und Braun. Sehr schöne Schimmertöne. Und dann haben wir hier noch einmal die Dawn Edit. Die ist so ein bisschen leuchtend. Und ich glaube, wir benutzen diese als erstes und mischen tatsächlich aber hier diese Shapeshifter-Palette mit rein, dass wir das so ein bisschen in den Blush reingeblendet kriegen. Ich starte erstmal in der Shapeshifter-Palette in dem Ton Amulet und mische mir so ein bisschen Laos mit rein und gebe mir die jetzt erstmal hier fokussiert nach außen hin, damit wir... So, ne? Das ist das, was ich meinte. Blende ich hier richtig weit raus. Schaut euch mal an, wie pigmentiert die Farbe ist. Fertig. Da war jetzt kein Cut drin. Ja, habt ihr gesehen. Auftragen, ein bisschen aufbauen. Sehr, sehr pigmentiert. Also das ging richtig gut. Jetzt kommen wir aber zu der Viseart-Palette und ich überlege, welche Farbe ich nehme. Hier, schaut mal, wir nehmen diese rote hier. Und dafür gehe ich in dieses Lila und das sieht auch so ein bisschen feucht aus und setze mir das hier direkt außen hin. She's pigmented. Ihr könnt natürlich damit auch super schlichte Looks machen, ne? Also ihr habt wirklich eher so ein paar kühlere Töne und dann so ein Pop-of-Color in der Mitte. Das hier ist zum Beispiel ein Duochrome-Ton, so ein richtig schöner Topper-Shade. Nein, falsch. Ich bin in den falschen Ton reingegangen. Aber dieses lila Rosé sieht schon richtig, richtig schön aus. Ich blende das Ganze mit dieser Farbe hier noch ein bisschen aus, das in der anderen Palette. Sieht auch gut aus, ist natürlich jetzt noch ein bisschen Blush mit dran. Aber dadurch kriege ich einfach diesen Sunset Pink. Oh, das wäre einfach so ein perfekter Sommerlook gewesen. Aber wer sagt, dass man sowas nicht im Herbst tragen kann, ne? Okay, wir verdunkeln das Ganze minimal und dafür nehme ich mir einen kleinen Pinsel und gehe vorsichtig hier in diesen braunen Ton rein und setze mir den hier außen hin, aber bleibe wirklich hier hinten. Also nur punktuell, um das so ein bisschen dunkler zu kriegen da. Super pigmentierte Farben. Sehr, sehr schön. Jetzt kommen wir aber zu den Schimmertönen. Da bin ich persönlich sehr gespannt. Ich hatte euch ja den hier eben schon geswatcht. Das ist so ein Topperton, auch super. Aber ich glaube, ich gehe hier in das Pink hier vorne. She's bright. Das ist so ein richtiges Barbie-Pink. Ich nehme mir mal einen Pinsel. Und dann gehe ich in dieses Lila hier. Jetzt sehe ich ein bisschen aus wie ein Kanarienvogel, but I love it. Und dann einfach noch in diesen Topper-Shade hier einfach so ein bisschen rüber. Und ihr habt einfach gleich nochmal so eine andere Dimension mit drin. Also extrem gute Qualität vom Finish her. Was ich persönlich nicht so mag, ist das Design von... Also das Design ist geil von der Verpackung, ne? Aber so, es ist so ein bisschen schwierig zu benutzen. Für unterwegs ist das aber ganz gut, weil das ist wirklich krasse Qualität, so Natasha Denona Qualität in einer kleinen Größe. Ich will jetzt aber nochmal, um das Ganze so ein bisschen wilder zu machen, ein bisschen in den Blush nochmal hier rein und blende mir das hier so hin, dann sieht das ein bisschen gewollter aus. I love it, I love it, I love it. Ich sah schon lange nicht mehr so aus, oder? So, und unten gehe ich hier einfach in das Lila mit rein und habe hier extrem pigmentiert, auch gleich hier unten. Ich habe jetzt natürlich aus den Paletten auch das Bunteste rausgeholt, weil ich finde, bei bunten Farben sieht man, ist die ganze Palette gut. Weil hier sind natürlich viele softe Töne mit drin, so alltägliche Töne. Aber die bunten sind die, die spannend sind. Die anderen performen immer. Ich klebe mir einmal Lashes auf und dann machen wir weiter mit den Lippen. Während der Lashkleber gerade noch so ein klitzekleines bisschen antrocknet, habe ich euch ein Stückchen nach hinten geschoben. Ich trage übrigens meine eigenen selbstverständlich, 100K. Die sind natürlich so ein bisschen intensiver. Mascara mache ich gleich noch ran, wenn alles getrocknet ist. Ich wollte mir aber was auf die Lippen geben. Und da haben wir hier die Vibrant Finish Lip Paints. Das sind, also vom Packaging her, könnte das auch so ein bisschen Pat McGrath sein. Fühlt sich super an. Ich habe drei verschiedene Farben bekommen. Wir haben hier einmal die Farbe Diabla. Das ist so ein super intensives Rot. Riecht gut. Oh, es riecht wie meine Mutter wieder. Das klingt immer doof, ne? Aber meine Mutter riecht so ein bisschen nach Vanille. Dann haben wir hier die Farbe Discreet. Das ist eher so ein schöner Nude-Ton. Und einen bräunlicheren Nude-Ton in der Farbe Angelic. Ich glaube, ich mische mir beide so ein bisschen. Einmal den hier. Sehr, sehr schön. Ich setze euch alle einmal unten mit rein. Ich starte aber mit der dunkleren Farbe
als Lip Liner. Ich mag das Füßchen sehr gerne. Ist verrückt, weil von der Textur her ist der so ein bisschen wie Wasser. Also du hast nicht so ein cremiges Gefühl, sondern der ist halt wie so ein Wasser. Ganz leicht. Und in die Mitte gehe ich mit der helleren Farbe. Ich glaube, das ist sonst ein bisschen viel hier auf meinem Gesicht. Man hat nicht das Gefühl, dass man was auf den Lippen trägt. Und das ist einmal der Look mit den neuen Produkten. Ganz ehrlich, it's a lot. Niki Tutorials is shaking. Aber qualitativ mega, mega gut. Ich meine, ihr seht, was ihr aus so kleinen Paletten rausholen könnt. Und dann in Kombination mit dieser Blush-Palette, das ist einfach mal was anderes. Und vor allen Dingen, ich liebe die Farben, ich liebe die Inklusivität. Der Highlighter, Hatice Schmidt Dupe, kommt gut hin. Ich bin super gespannt, wie ihr den Look findet. Es ist viel, aber ich fühle mich, als könnte ich jetzt gleich aus der Karibik kommen und die nächste Rihanna Savage X Fenty Dessous-Kollektion laufen. So fühle ich mich. Und ich hoffe, ihr fühlt euch dann, wenn ihr die Produkte habt, auch so. Ich setze euch alles unten in die Infobox. Vielen, vielen Dank an Purish, dass ihr mir die Produkte gegeben habt. Mega, mega gut. Ich freue mich auf euer Feedback und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.